Jo, hallo und willkommen. Ich habe euch das letzte Mal ein bisschen spontan verlassen, weil wir da gerade in Shaanxi waren und irgendwie war mein Akku alle. Es sollte eigentlich noch ein Video geben, wo ich euch einen Steigbügel zeigen wollte, aber irgendwie ist es gescheitert. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin weitergereist. Ich bin wo ich nie erwartet habe zu sein, nämlich in Yinchuan, der Provinzhauptstadt von Ningxia. Und auch dort gibt es ein Museum, das Ningxia博物馆. Und gibt es verschiedene Ausstellungen, die halt verschiedene Zeitalter umfassen. Und ich bin gerade da, wo es ein bisschen düster und unheimlich ist. Man hört vielleicht die Hintergrundmusik, nämlich in der Steinzeit. Man hat nämlich hier in Ningxia und auch an anderen Orten in China Felsmalereien gefunden und davon wollte ich euch welche zeigen. So, einmal drehen. Einmal runterstellen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig beleuchtet, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass man das halbwegs erkennen kann. Jetzt natürlich genau auf dem Spotlicht ist das, was eigentlich wichtig ist. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu drehen, aber da sieht man auch nicht mehr, außer dass hinter dem direkten Schein da noch was Rotes herguckt. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von diesen Steinmalereien. Also erstmal zur geschichtlichen Einordnung. Man weiß nicht ganz genau, wie sie geschichtlich einzuordnen sind. Ich habe hier auf so einer Infotafel gelesen, dass die von manchen Leuten auf zwischen 20.000 vor und von anderen Leuten irgendwie bis zur Zeit der Streitenden Reiche datiert werden. Naja, nichtsdestotrotz, auf diesem sieht man, wenn man direkt davor steht, einen Menschen, der auf einem Tier reitet. Also auf jeden Fall stammt dieses Bild aus einer Zeit, nachdem das Pferd schon domestiziert war. Und es ist so, man hat hier in Ningxia diese gemalten Bilder gefunden. Man hat ähnliche Bilder aber auch in Südchina gefunden. Kann sich aber jetzt nicht erklären, ob die irgendwie in einer Abhängigkeit voneinander standen oder ob die in irgendeiner Art und Weise was miteinander zu tun hatten. Das ist halt das Problem, wenn man so alte und naja, auch relativ kontextlose Sachen finden, dann ist es immer schwer, die irgendwie einzuordnen oder irgendwas da rein zu interpretieren. Aber hier jedenfalls sehen wir einen Menschen, der wirklich genau hier hinter dem Spotlicht ist. Ich versuche mal mit dem Finger reinzugehen. Also er sitzt hier ungefähr auf dem Pferd. Und damit sind wir schon relativ deutlich in einer Zeit, wo auf jeden Fall schon auf Pferden geritten wurde. Es gibt übelst viel zu sehen in diesem Museum. Also ich war selber überrascht. Es ist auch gerade eine Ausstellung von Sanxingdui da, wo ich dann auch später noch mit euch hingehen werde. Deswegen werde ich euch von den einzelnen Ausstellungen immer nur so kleine Bruchstücke zeigen. Also das hier war jetzt erstmal eine Felsmalerei und dann zeige ich euch gleich noch, was eingekerbtes oder eingekratztes.